Nein, nach dem 2-0 hat sich das angedeutet. Ne? Wir haben zu passiv gespielt, haben einfach zu viele einfache Fehler gemacht, die eigentlich in der Berlin-Liga bestraft werden. Hat Wilmersdorf auch gut gemacht. Sie haben es halt aufgezogen, haben es intensiver gespielt, haben mehr Laufbereitschaft gezeigt, haben weniger Fehler gemacht und das Spiel war heute eben, wie die ganze Woche schon von mir angekündigt, wer weniger Fehler macht, gewinnt das Spiel. Und wir haben einfach sehr, sehr schlecht verteidigt. Ja, hat mit Männerverteidigung nichts zu tun. Und da müssen wir uns jetzt einfach mal die Woche mal straffen und dann haben wir nächste Woche Pokal. Und dann schauen wir, dass wir es in 2 Wochen besser machen. Also wenn man eigentlich so früh in Rückstand gerät und der Gegner eigentlich hätte in der ersten Halbzeit höher führen können, weil wir die Anfangszeit verpennt haben, und dann noch so zurückkommen, Gott sei Dank haben wir den Anschlusstreffer in der ersten Halbzeit noch geschafft. Und dann mit dem dünnen Kader, mit dem wir heute hier sind, ist es schon zeugt vom Moral der Mannschaft, dass wir heute dann noch den Siegtreffer in der Nachspielzeit gemacht haben. Und das ist einfach überragend, ob als Spieler oder Trainer, ist beides gleich. Nein, wir müssen weiter arbeiten. Das ist das, was man immer wieder predigt. Ne? Die Corona-Situation hat uns alle so ein bisschen zurückgeworfen. Man hat ein bisschen mehr längere Leine gelassen, jetzt auch in der Vorbereitung, mehr gespielt, weniger Läufe gemacht. Aber man muss natürlich sehen, dass man dann die Basis nicht verliert, dass man weiter konzentriert arbeitet, vor allem in der Defensive. Weil Vorfeld war auch klar, wenn wir hier kein Tor bekommen, gewinnen wir das Spiel, das war klar. Aber wie gesagt, Wilmersdorf hat sich das am Ende einfach verdient. Sie wollten es mehr und haben letztendlich jeden Fehler brutal ausgenutzt. Ja, die 3 Tore, das sind ja Einladungen. Da war ja nichts rausgespielt. Das waren ja wirklich 3 Dinger, die wir uns selbst reinhauen. Und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und das besser machen. Ja, man muss verstehen, dass man in der Berlin-Liga auch von Anfang an wach sein muss. Ja? Man darf keinen Gegner unterschätzen und man muss halt die ersten Minuten 100% da sein, damit man halt nicht in Rückstand gerät. Ja, ich habe im Vorfeld schon gesagt, auch hier Corona macht uns alle so einen Strich durch die Rechnung. Letztendlich sollte jeder erstmal sehen, dass er seine Punkte holt, um in der Liga zu bleiben. Wird auch uns jetzt angesichts dieser Situation, man sieht, man führt 2-0, verliert 3-2 am Ende. Nach dem 2-2 war mir klar, ich will diesen Punkt. Ja, viele denken mal, jetzt fügt 2-0, jetzt muss ich das Spiel gewinnen. Nein, irgendwann schlägt das Momentum um und das muss man erkennen. Und wenn man das nicht erkennt, dann geht man hier als Verlierer vom Platz. Wir wollen einfach zusammenwachsen als Mannschaft, wir wollen guten Fußball spielen, wir wollen die Mannschaft festigen und dann gucken wir, was geht. Also wir sind jetzt nicht, dass wir hier um einen Aufstieg spielen oder sowas. Ich glaube, nach dieser langen Corona-Zeit kann keine Mannschaft von sich behaupten, dass hier irgendeine sagt, also wir sind ganz klarer Aufstiegsaspirant und wir schon mal gar nicht.